hier versuchen wir jetzt mal ein paar Gleichungssysteme mit Hilfe des Additionsverfahrens zu lösen. Wenn man sich diese Gleichungen hier anguckt und man möchte die addieren, 5 minus 4y, 5y minus 4y, was über 2x plus 3x, da funktioniert auch nicht. Schön wäre, wenn hier unten minus 2x stände, wie es da dann tut. Hier minus 2x plus 2x, da fehlt dann hier was. Das ist toll. Also wir müssen mit einer Zahl hier hinten multiplizieren, diese ganze Gleichung, sodass hier vorne eine minus 2 steht. Multipliziert man 3 mit minus 2 Drittel, dann steht hier vorne die minus 2, die wir gerne haben möchten. Und allerdings werden aus der minus 4 dann plus 8 Drittel und aus der 46 minus 92 Drittel. Da können wir nun leider nichts dran ändern, auch wenn die nicht schön aussehen. Man kann jetzt aber, wenn man das hier so schön stehen hat untereinander, sieht man sehr hübsch, dass die beiden addiert nichts ergibt. 5y plus 3 Achtel y sind 23 Drittel y und 0 plus minus 92 Drittel sind minus 92 Drittel. Warum lässt man die stehen, die Gleichung? Man lässt sie deshalb stehen, damit man hinterher immer noch die Information bis zum Schluss hat. Man kann sie natürlich auch einfach erstmal hier stehen lassen und dann da vorne wieder einsetzen, aber das ist eher so die übliche Schreibweise. So, jetzt hat man im nächsten Schritt hier die 23 Drittel sind vor dem y noch zu viel. Wir wollen ja noch y auflösen, eine Lösung für y bekommen. Wenn wir das durch 23 Drittel, wie bei den Gleichungen machen, kommen wir auf y gleich minus 4. Wenn wir jetzt wiederum diese minus 4 hier oben einsetzen, dann kriegen wir 5 mal minus 4 sind minus 20. Und dann können wir wieder diese obere Gleichung, wie wir das von den Gleichungssystemen her kennen, auflösen, kommen auf x gleich 10 und y gleich minus 4. Im Teil B sieht das Ganze jetzt ähnlich aus. Wir haben hier wieder zwei Gleichungen und es wäre wieder schön, wenn wir die beiden addieren und hier vorne irgendwie das x wegfällt. Da ist kein x mehr. So, wie kriegt man das hin? Man multipliziert letztendlich mit der Zahl hier oben durch die Zahl hier unten und schaut, ob ein Vorzeichenwechsel da ist. Da ist schon einer. Also reicht die Multiplikation mit 2 Drittel. Nur die untere Gleichung, aber bitte die gesamte untere Gleichung. Dann bleibt die obere erstmal stehen, die untere verändert sich zu minus 2x plus 8 mal 2 Drittel sind 16 Drittel und dann 7 mal 2 Drittel sind 14 Drittel. Jetzt können wir die beiden addieren, das sagt einem dieses Zeichen hier. Wenn man die addiert, fällt das x weg, wie schon angedeutet, und wir haben 7 Drittel y ist gleich 35 Drittel. Und wenn wir jetzt bekommen, die obere wieder nur mitgeschleppt und mitgeschleppt, und können jetzt in der unteren Gleichung y ausrechnen, indem wir wieder mit 3 Siebtel multiplizieren, genau wie wir das kennen. Dann kriegen wir y gleich 5 heraus. Und wenn wir jetzt diese 5 hier oben einsetzen, dann kommen wir auf diese 15, denn 3 mal 5 sind ja anerkanntermaßen 15. Jetzt kann ich wieder die obere Gleichung weiter verändern und komme auf x gleich 11 und y gleich 5 bleibt jetzt gleich. Im Teil C, das Ganze jetzt schon etwas unsortierter, das sieht irgendwie noch komischer aus, wir haben noch nicht die Darstellung von da oben, aber wir haben es hier immer noch mit Gleichungen zu tun. Gucken wir doch mal, ob sie linear sind. Das heißt, das machen wir hier, wir lösen diese Gleichung hier oben auf und lösen hier die Klammern auf, fassen zusammen, was zusammen geht. X und Y bleibt auf dieser Seite, alles was Zahl ist auf die andere. Hier haben wir 4x minus 3x sind nur noch x. Dann haben wir 4y minus minus gibt plus 3y, kommen wir auf 7y. Die 15 ist schon auf der Seite, bleibt auf der Seite. Dann haben wir hier 8 minus x, da bleibt uns die minus x.
Und das Minuszeichen muss natürlich, weil eine Klammer davor ist, auch auf das y bezogen werden. Und unsere 8 plus 1 sind plus 9. Auf diese Seite gebracht haben wir minus 9 dort stehen. Also das sind nur ganz normale Umformungen für Gleichungen. Das haben wir schon in Aufgaben vorher geübt. Jetzt haben wir auch den großen Vorteil, dass hier wir x stehen haben und minus x. Wir können also direkt addieren. Wir brauchen nicht mehr multiplizieren. Wenn wir das machen, dann kriegen wir hier die obere Gleichung, so wie sie ist, lassen wir stehen. Und hier haben wir 7y minus y sind 6y und 15 minus 9 sind 6. Da sieht man sofort 6y gleich 6, da muss y gleich 1 sein. Wenn y gleich 1 ist, dann kann man hier die 1 einsetzen und dann kommen wir hier auf die 7. Also ist x plus 7 gleich 15 und 15 minus 7 ist 8, damit ist x gleich 8 und y ist gleich 1.